Und auch heuer begeben wir uns wieder ins Murtal. Die Steiermark versucht dieses Jahr gar nicht mehr, uns Kärntner mit Blitz und Donner abzuschütteln, sondern hat allerbestes Wetter für uns bereitgestellt. Da unser beliebter Referent, Herr Dr. Wilhelm Theuer, dieses Jahr krankheitsbedingt leider nicht mitradeln kann, übernimmt Carmen Delsnick dankenswerterweise auch seinen Part als Referent. Die Heiligengeistkapelle in Bruck an der Mur mit ihrem dreieckigen Grundriss ist ein einmaliges Bauwerk der österreichischen Gotik. Nun geht's aber endlich ans Radeln, und zwar der Mur entlang nach Perneck, zur gotischen Wallfahrtskirche, die der heiligen Maria geweiht ist. Eine Besonderheit dieser Wallfahrtskirche ist der fünfgeschossige Turm. Die wunderschönen Fresken stammen übrigens von Josef Adam von Mölk, der uns noch in weiteren Kirchen begegnen wird. Es gibt hier einige flugfähige Himmelsboten zu bewundern und natürlich die berühmte Pernicker Madonna. Angesichts dieses verunglückten heiligen Florian würde Herr Dr. Theuer wahrscheinlich fragen, was macht der Künstler eigentlich hauptberuflich? Begeistert uns Radler ganz besonders durch seinen wunderschön erhaltenen Stadtplatz. Die Pfarrkirche von Leiden wurde als Klosterkirche des Servitenklosters von Jakob Schmerleib erbaut. Auch in dieser Kirche stammen die Wandmalereien von Josef Adam Ritter von Mölk und seinem Schüler Josef Strickner. Ort Adriach, ganz in der Nähe von Fronleiten, besichtigen wir die Georgskirche. Das ist eine der ältesten erhaltenen Kirchen der Steiermark. Gemeinsam mit Carmen Delsnick erarbeiten wir die Besonderheiten dieses schönen und interessanten Kirchenbaues.
Leider können wir den Innenraum nicht besichtigen, der ebenfalls vom schon bekannten Josef Adam von Mölk gestaltet wurde. Ein weiteres Highlight dieses Tages ist die Burg Rabenstein, ursprünglich Rammenstein. Sie ist nicht öffentlich zugänglich, wird aber für kulturelle Veranstaltungen, Hochzeiten usw. so vermietet. Wir übernachten in Peckau und verbringen den Abend gemeinsam bei einem sehr guten Abendessen im Kreise unserer Fahrräder. Heute, am zweiten Tag unserer Murtal-Tour, besichtigen wir zunächst einmal das Sensenwerk Deutsch-Feistritz. Bis zum Jahr 1984 wurden in diesem Gebäude hochwertige Sensen hergestellt. Seit seiner Schließung ist es ein Museum und Industriedenkmal. Wie aus so einem kleinen Stück Eisen durch verschiedenste Arbeitsvorgänge eine fertige Sense entsteht, wird uns in einer rund einstündigen Führung äußerst eindrucksvoll und interessant nähergebracht. Thank you.
Für die Besichtigung des Freilichtmuseums Stübing sollte man mindestens 2 Stunden, idealerweise aber einen ganzen Tag einplanen. Wir erfahren in einer circa einstündigen Führung aber auch sehr viel Wissenswertes über das bäuerliche Leben. Hier erklärt uns unser Guide die Herstellung von Leinen. Aber die harten Hüllen da noch drinnen sind. Ja? Da wird das nochmal durchgezogen, um da auch noch die Räuberbröckel rauszukriegen und das ein bisschen gleichmäßig zu kämmen. Je nachdem, wie viel die heute halt so gehabt haben, haben die von 5 in der Früh bis in der Gemischtwarenhandlung erwartet uns schon das geschulte Fachpersonal. Wir besichtigen einen Kärntner Bauernhof und jetzt wissen wir auch, warum die Balkonbretter an manchen Stellen heller sind. Und dies ist eine zweisitzige Ausführung des Plumpsklos für Kinder und Erwachsene. Stift Rhein ist mit seinen 900 Jahren das weltälteste Zisterzienserkloster. Auch hier wurde der Innenraum der Kirche von dem uns schon sehr bekannten Josef Adam von Mölk ausgestaltet.